Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu Teil Nummer 2 der Rennradreifenerklärung. Hier sehen wir das schöne Rennrad und ich würde mal sagen, los geht es. Und zwar, ich fange mal hier mit dem Ventil an. Das nennt sich Scalefrontventil oder halt eben Rennradventil. Es hat auch andere Namen. Und das Besondere ist, es hält bis zu 15 Bar Druck aus. Und es werden spezielle Pumpen benutzt, um den Reifen hier aufzupumpen. Denn mit normalen Luftpumpen, die für andere Ventile gebaut sind, geht es nicht, diese Reifen aufzupumpen. Dafür sind entweder spezielle Pumpen nötig oder wenn man eine normale Luftpumpe hat, dann braucht man einen speziellen Aufsatz, der auf dem Pumpschlauch gedreht wird, damit man diese Reifen hier aufpumpen kann. Und das ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn man ein Trekkingrad hat oder ein Mountainbike, dann wird man es merken, mit den Pumpen, die man dafür benutzt, kann man diese Reifen nicht aufpumpen. So, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, die Reifen sind 23 mm breit, halten 7 Bar Druck aus. Und ja, das ist schon etwas Besonderes. Und wie ich schon auch gesagt habe, über Schotter kann man damit nicht fahren. Und ja, diese Reifen hier haben eine wahnsinnig gute Performance, also lassen sich wunderbar schnell und wunderbar langsam fahren, so wie ich es brauche. Und ja, das macht diese Reifen hier einfach total aus und ich liebe es, wie diese Reifen auf der Straße performen, wie sie funktionieren und es ist wirklich sehr schön mit diesen Reifen zu fahren. Und ich zeige euch mal hier hinten das Profil, so sieht es aus. Wir sehen hier also hier diese zwei Striche und dann hier dieses verkehrt herum, dieses V hier, das verkehrt herum ist und dann immer quasi, ach, das ist ein N, genau, zwei Striche und ein N, immer zwei Striche, N, zwei Striche, N, zwei Striche und so weiter. Und es sieht schön aus, gefällt mir auch gut so vom Design her, diese Reifen. Habe ich aber auch schon im letzten Video gesagt. Ja, das war's also mit diesem Video hier. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!